Hallo zusammen, willkommen bei Timo Babbelt. Ja, ich habe es geschafft, gerade so. Ja, eigentlich überhaupt keine Zeit, eigentlich gar nicht, gell? Und jetzt eigentlich fix und fertig von der Arbeit komme, nichts gegessen. Morgen habe ich frei und da habe ich gedacht, komm, da bist du eh ein bisschen länger wach und da kannst du ein bisschen babbeln, gell? Oh. Und ja, eigentlich muss ich ehrlich sein, lieber da drin auf der Couch liegen, wird mir irgendwas reindrücken, ja, ins Gesicht und wird lieber ein bisschen was essen, ja, aber ich habe auch irgendwie, wisst ihr, muss es auch mal so sehen, ja, auch wenn ich keine Zeit habe oder sowas und lieber andere Sachen machen will. Fehlt mir das ganze YouTube. Ihr seht, ja, es kommen kaum noch Videos, ja, aber nichtsdestotrotz, okay, habe ich da voll Bock drauf, ja. Ich habe Bock, aber keine Zeit und wenn ich Zeit habe, ja, liebe Grüße gehen hier raus an den Filmangler. Ich beschwere mich hier nicht, gell? Ich mache hier, ich will euch nur informieren. So. Mein Schätzelchen hat mir ein schönes Äpple kalt gestellt für heute. Dankeschön. Und ja, in einem schönen Äpplerglas und Prost. Ah. Herrlich. Herrlich. Ja, ich bin dabei. Hier gehen auch liebe Grüße an den Dave von Dave's Movie Place raus. Achso, ich darf hier keine Werbung mehr machen. Ja, der hat ja auf Instagram mal gepostet, gell? Der macht ja jetzt ein Jahr lang ein bisschen Spott und da geht auch nichts mehr rein, wahrscheinlich, so wie der aussieht. Gell? Aber trotzdem Respekt daran. Respekt, was er da alles geleistet hat, ein Jahr auf so vieles verzichten und dafür halt ein bisschen abnehmen. Ich muss ehrlich sein, Dave, das ist mir ein bisschen zu viel, gell? Aber hey, jeder wie er sich wohlfühlt. Und ich muss sagen, ja, ich fühle mich eigentlich wohl in dem Sinne, aber ja, ab und zu, wenn man ein bisschen kräftiger ist, kann man halt manche Sachen nicht mehr machen oder es ist nur noch schwer. Ja? Oh, guck mal, ich habe dahin extra mal Bäumchen hingestellt. Man kann mal Bäumchen gar nicht sehen, gell? Guck doch mal da, mal schön Bäumchen. Das sieht doch schon viel schöner aus, oder? Guck mal, das Fläschchen ist auch leer. Da können wir einen kleinen Kasten tun. Und der Whisky, also billig Whisky, der wird hier ab und zu mal, wenn ein Kumpel da ist, gell? Grüße gehen raus, Mike. Steht noch da. Trink. Und ja, ein bisschen muss man abnehmen. Ich esse jetzt Moins. Drücke ich mir wie heißt das, so ein Shake mache ich mir da, gell, Moins, jeden Moin. Musst du alles, ihr wisst ja, wie es geht, gell? Und und dann so Proteinriegel drücke ich mir rein. Das ist mein Frühstück, damit komme ich eigentlich jetzt gut zurecht, muss ich sagen. Und mittags mache ich mir so ein Dipsche Salat. So, Tupperdose Salat und dann vielleicht so ein, zwei Eiweiß-Toasties noch, ja, mit ein bisschen Hummus drauf. Klingt ekelig, ist es aber gar nicht, gell? Gibt so viele Hummus-Sorten, da richtig leckere Dinger dabei, gell? Obwohl auch echt eklige Sachen dabei sind. Aber muss sagen, ich habe gut, ach, ich kann da nicht. Ich habe eigentlich recht gut abgenommen. Hm.
6 Kilo in 2 Wochen. Ja, in 2 Wochen. Am ersten Tag. Ohne Mist. Ich trinke nur noch Wasser und so ein Kram, gell? Der erste Tag habe ich komplett umgestellt und habe innerhalb von einem Tag 5 Kilo abgenommen. Aber ich habe auch gepinkelt wie sonst was, gell? Also ist Wasser rausgeschwemmt worden. Ja, dann hatte ich aber auch ein paar Rückfälle und so. Und dann habe ich mal hier ein bisschen, da ein bisschen, so ein bisschen was gegessen. Und dann ging wieder ein bisschen hoch und jetzt geht es wieder ein bisschen runter. Aber 6 Kilo abgenommen. Mal gucken, wie weit das noch geht. Gell? Also ich habe vor, das ein bisschen durchzuziehen. Ja. Heute Abend gibt es noch Bratkartoffel. Ja. Habe ich Bock drauf. Und mit veganem Schnitzel. Ja. Wollte ich mal ausprobieren. Gell? So ein bisschen weniger Fleisch, weil Fleisch wird ja alles teurer. Gell? Ich bin so ein Hackfleisch-Fan, ja. Aber das kann der bald nicht mehr bezahlen. Und naja, was wollte ich sagen? Keine Ahnung. Ja. Nö, ich hab da irgendwie Bock drauf, auch muss ein bisschen was runter, gell? Ich nehme das so im Hintergrund, mache ich auch mal ein paar Fotos und sowas, gell? Aber das kriegt ihr irgendwann mal gezeigt, wenn es Erfolg hat. Wenn nicht, dann werdet ihr das wahrscheinlich nie sehen, ja? Achso, ja, ich lasse mir aber nichts nehmen, ja? Also, wenn ich jetzt Bock, okay, ich habe die ganze Zeit so, die ganze Woche jetzt schon Bock auf schöne Tomatensoße, ein paar Ringelnudeln drin, Hackfleisch reingeklatscht, schön ein bisschen Schmand noch rein und das alles schön mit Käse überbacken, da habe ich voll Bock drauf. Schön cremig alles, gell? Aber da habe ich mich jetzt die ganze Woche zurückgehalten. Aber ansonsten, weiß ich, wieder Grüße an Mike, gell? Der war da, haben wir ein paar Bierchen getrunken, gell? Lass ich mir nicht nehmen. Und jetzt so ein Äppler oder so, lass ich mir auch nicht nehmen. Ja? Darf ich ja nicht alles nehmen lassen. Ja? Und wenn ich jetzt wirklich mal wirklich Bock habe, so heute muss das sein, heute, was weiß ich, esse ich mal dies oder das oder jenes, dann mache ich das auch. Gell? Aber solange es funktioniert, ja, will ich hier so ein bisschen runterfahren. Gell? Müsse ein paar Kilo weniger werden. Ein paar ist gut. Lecker, lecker. Ja, ich wollte ja eigentlich die 3 Bier trinken. Die stehen auch hier. Ich zeige euch die mal. Okay. Aber heute nicht. Ich trinke hier mal Flasche Äppler. Habe heute Bock auf Äppler. Aber ich kann euch mal die 3 Dosen zeigen. Und die trinke mal. Mal gucken, gell, wenn wir es schaffen. Und zwar haben wir hier Birakles, Bier Assless, Birakles, Unusual Beer Tale. Das Ganze kommt von Eichbaum, von der Eichbaumbrauerei. Kann man kennen, ich kenne sie. Die kommt aus Mannheim, ja. Und zwar haben wir einmal hier Session IPA, IPA. Und zwar, guck dir mal da. Richtig, richtig schön, gell? Das Ding hat 4,9%. Dann haben wir Imperial, ja. Auch sehr, sehr schön, finde ich. Das Ding hat 7,8%. Und dann haben wir, den finde ich geil. Das finde ich am geilsten. Red.
Sehr geil. Das Ding hat 7,9% sogar. Also richtig hochprozentiges Stöffchen. Die drei machen wir in einem Video leer. Ihr habt super geschrieben, ihr habt viel geschrieben. Vielen, vielen Dank. Gell? Wäre eigentlich richtig für heute. Aber ich... Nee. Jetzt suchen wir das erste Mal alles, gell? Die ganze Antworten. Timo babbelt. Oh, was waren das? 55 das letzte Mal? Oh, ich weiß es gar nicht. Vor 11 Tagen. Kommt hin, ja? So. 7? 7 Kommentare? Warte mal. Neueste zuerst. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jawohl. Sehr schön. Hier summt was. Ah, und es sieht sehr, sehr gemütlich aus, finde ich. Diese Position werde ich in Zukunft beibehalten. Aber habe ich jetzt irgendwas hier gemacht und gezogen, das sich verändert hat? Ich habe keine Ahnung. Gell? Aber ich hoffe, euch gefällt das auch. Ich finde es schön hier so, wenn man hier so ein bisschen mehr sieht, den Tisch und alles ein bisschen. Ich denke, das wird was. Ich kann auch hier, ich habe was bekommen, ich habe was gemacht. Und da werdet ihr jetzt die nächsten Monate, Jahre, ich weiß es nicht, wie lang das gehen wird. Ich habe ein Abo abgeschlossen. Jetzt bei Timo babbelt hier schon mal vorab ein kleines Sneak Peek. Ja? Ich habe ein Abo abgeschlossen. Und da werdet ihr jetzt nach und nach die Videos sehen. Ja. Und zwar, ich halte es auch nicht so nah, ihr werdet das alles demnächst sehen. Erkennt das? Ich hoffe nicht so detailreich. Star Wars. Star Wars Schiffe, Raumschiffe. Die sind aus Metall, ja, oder sowas. Die haben wir auch schon gewischt und Handflächen groß, ja, dieser Millennium Falcon. Und da habe ich noch was. Das zeige ich noch nicht, ja. War jetzt, wurde mir auf Instagram angeboten und das ist halt so, ah, so typische Spam-Werbung, will ich mal sagen, gell? Und da habe ich aber trotzdem mal drüber geguckt, weil mich das interessiert hat und dann jederzeit kündbar war super. Der erste kostet 1,99, der zweite, dritte, vierte kostet 10 Euro. Und da ist dann auch schon der zweite Client mit enthalten. Wenn du über PayPal machst, kriegst du einen Bonus. Wenn du sofort bestellst, kriegst du einen Bonus. Wenn du dies machst, kriegst du einen Bonus. Habe ich natürlich alles gemacht. Also Bonusfiguren. Und jeder andere kostet dann 20 Euro und jederzeit kündbar. Und ich habe gedacht, komm, du bestellst das jetzt mal. Da sind zwei Dinger dabei. Das sind dann 11,99 Euro. Keine Versandkosten. Später hast du 1 Euro Versandkosten. Hat sich alles erstmal positiv angehört. Und da habe ich gesagt, komm, für 11,99 bestellst du es und wenn das scheiße ist, dann kannst du ja jederzeit kündigen. Ja? Und das habe ich dann mal gemacht und ich habe gedacht, das wären so kleine Figürchen, ja, so kleine Metallfigürchen oder sowas. Aber dass die jetzt wirklich Handflächen groß sind, hat mich positiv überrascht. Sehen super aus und da ist auch ein Heft dabei. Das Heft ist allerdings in Englisch, trotzdem sind da ein Haufen Informationen zu dem jeweiligen Raumschiff, Fahrzeug oder sonst was. Gell? Da werden in Zukunft Videos folgen. Das kommt dann jeden Monat. Ich denke, ich werde das, werd das durchziehen. Ich finde die richtig schön. Okay, ich muss auch mal auspacken. Mal gucken, wie sie ausgepackt sind. Aber so in den Karton? Super, gell? Joa. Können wir auch mal sagen, habt ihr irgendwie Abos? Da gibt es zum Beispiel, da kann man auch den R2-D2 zusammenbauen oder Kit, also von Knight Rider, der Kit.
kann man da irgendwie zusammenbauen. Das ist alles so Abo-Dinger, gell? Und ich bin gar nicht so der Fan davon, dass man jeden Monat einen Teil kriegt und es dann da irgendwie zusammenbaut. Das habe ich als Kind mal gemacht. Da hat meine Mutter irgendwie, ich glaube, von einem Dinosaurier oder boah, ich weiß gar nicht, was es da noch alles gab, hat mir das mal gemacht. War schön, aber wenn du da jede Woche oder jeden Monat irgendwie einen Teil kriegst, ja, und das kostet dann irgendwie Schweinegeld, habe ich mir gedacht, nee, so ein Scheiß machst du gar nicht erst mit. Aber da kriegst du jeden Monat eine komplette, schöne Figur, ja. Und habe ich gesagt, guck's dir mal an. Und ich bin positiv überrascht, ja. Was haltet ihr davon? Habt ihr auch so Abos? Irgendwelche in irgendwelcher Richtung? Schreibt mal. Oh. Hey, ich werde echt richtige Äppler-Fan. Ich habe früher nie wirklich Äppler getrunken, weil das war nicht meins. Das war nie meins irgendwie. Ja, man hat mal einen getrunken. Ja, hier in Hesse ist das ja. Das Kultgetränk, na, nicht Kultgetränk, das ist halt in der Dings, in der, wie heißt das, gell? Das ist das hessische Getränk, ja? Der Äpple, ja? Und, oh, mir fällt der Name nicht ein. Das hessische Getränk, Äpple, ja? Und aber deshalb hat man es mal ein paar Mal getrunken, so war nie meins. Aber so jetzt seit diesem Jahr, habe ich glaube ich schon erwähnt, gell, schmeckt mir das richtig gut. Ja. Oh. Richtig gut. So, was gab es noch Neues? Evil Dead. Nur was ich jetzt im Kopf habe. Evil Dead. Evil Dead Rise. Sam Raimi hat da irgendwie die Rohschnitte gesehen und hat gesagt, ey Leute, ihr könnt euch hier mal auf was gefasst machen, das wird richtig mega. Wenn ich das jetzt höre, ja, dann erwarte ich Splatter, Grusel, Brutalität, Ekel, alles. Und das in einem Hochhaus. Ich habe mir das mal durch den Kopf gehen lassen, in einem Hochhaus. Wow, das wird mal was richtig Geiles, ja? Das wird bestimmt richtig gut. Ich freue mich darauf. Ich hoffe, da ist kein Witz dabei, dass es nicht so eine Komödie wird, also dass das wie der Evil Dead von, wann ist der? 2013? Kann das sein? Dass der wie der wird. Ohne Witz, ohne Humor. Zack. Ja, und dann wird das bestimmt geil. So. Neuer Trailer von Han Solo. Nee, Han Solo. Obi-Wan war draußen. Freue ich mich eh. Obi-Wan. Avatar 2. Avatar 2, der Trailer ist draußen. Unfassbar, unfassbar, gell? Ich habe das gesehen und habe gedacht, na okay, klickst du nicht an, weil ist bestimmt wieder ein Fake oder sowas. Dann habe ich geguckt, ich gucke immer Trailer bei KinoCheck. Da gibt es ja auch KinoCheck International, Bums dich tot und was weiß ich, gell? Da gibt es ja so vieles und die habe ich alle so ein bisschen abonniert. Und da habe ich gemerkt, oh, das wird ja immer viel mehr und viel und einige reagieren da drauf. Und habe ich übrigens auch mal überlegt, ob ich mal auf Trailer reagieren soll, aber ich bin eher so der Emotionslose und sitze davor und freue mich oder weine eher innerlich. Gell? Und ich war positiv überrascht von dem Trailer. Er hat mir optisch sehr gut gefallen. Maschetzel hat gesagt, jo. Toll, das ist doch, das sieht aus wie vorher. Das sieht, wenn man so den Plot so ein bisschen aus dem Trailer herausliest, ist das dasselbe wie beim ersten Teil. Und ja, kann gut sein, gell? Aber freue ich mich drauf. Ich denke, der soll dieses Jahr im Dezember kommen.
Ich denke, dass ich ins Kino gehen werde. Gerade weil meine Schwester schon ins Kino hundertprozentig will. Aber jetzt so, dass ich da gehypt bin oder so, nee. Es ist Avatar 2 kommt einfach zu spät. Ja. Der hätte 2 Jahre danach, höchstens 3 Jahre danach hätte der Bau rausgekloppt gehört und fertig. Ja, und jetzt, ich weiß nicht, wie viele Jahre das jetzt sind. Sind das 10 Jahre, wo der Kerl da schon dran arbeitet? Oh, ich weiß es nicht. Ich weiß nicht. Vielleicht werde ich überrascht und er ist richtig gut. Dann freue ich mich natürlich. Ja. Aber mal gucken. Gab es noch irgendwie Trailer? Hundertprozentig. Aber ich weiß es nicht. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass es an Trailer irgendwie so ein bisschen oder Filme, die ins Kino kommen, ein bisschen mangelt gerade. Habe ich irgendwie so das Gefühl. Mal gucken, was da so noch kommt. So, jetzt gehen wir aber mal zu euren Kommentaren. Das ist der Nachteil. Ich sehe gar nicht, wie lange das läuft. 20 Minuten schon? Ja, ist doch in Ordnung. So. Erste. Nicht testen. Erste Kommentare. Ach, leck mich doch. Neueste zuerst. Neueste zuerst. Top-Kommentare. Neueste zuerst. Technik. So, und als erstes haben kommentiert die Film-Ossis. Grüße gehen raus. Hey Timo, wie immer zum Sonntagfrühstück. Timo babbelt. Das freut mich. Aber ich muss jetzt mal was anmerken. Du hast unser T-Shirt nachgekauft. Und 3 lachende Smileys. Nee. Ihr habt's mir. Ah, ja. Ich habe mal überlegt, ob ich irgendwie neue T-Shirts machen soll. Für mich. Also allgemein für den Fummelshop. Apropos Fummelshop. Der wird sich demnächst ein bisschen verändern. Neue Motive kommen rein, alte gehen vielleicht raus. Ich habe aber noch keine Zeit gehabt, da irgendwie was umzumodeln. Der ganze Shop wird sich mal ein bisschen ändern. Das wird so die nächsten 2, 3 Wochen geschehen. Ja? Ich habe da schon was im Kopf, wann ich nämlich Zeit habe dafür und dann werde ich das machen. Ja, und hier zum Sonntagsfrühstück. Ja, also wie gesagt, ich schaffe es wirklich nicht mehr. Letzte Woche wollte ich machen. Keine Zeit gefunden. Null. Ich habe es nicht geschafft, ja. Und jetzt setze ich mich mal hier hin und werde mal auch demnächst ein Bembel zulegen. Da werde ich nicht aus Flachstringel, da kommt Bembel her, gell? Ich habe auch hier vor jetzt, da kommt hier hin, das seht ihr gar nicht. Das läuft ein bisschen, wahrscheinlich Allergie oder sowas, gell? Da baue ich Schränke hin. Aber da muss ich erstmal gucken nach den Preisen, weil, hey. Das Holz ist ja richtig teuer geworden. Gell? Ich bin froh, dass ich die mir gekauft habe, schon davor. Das ist ja richtig stabiles Holz. Ja? Das wird jetzt, boah, ich weiß nicht, was das. Die waren schon teuer. Da haben wir hier ja Bank, der Tisch und noch so Bank. Das ist richtig massiv Holz. Das wird jetzt richtig teuer sein, obwohl die schon teuer waren. Gell? Gott sei Dank haben wir die schon gekauft. Ja, und da wird hier das Schränkchen kommen. Und hier ist Schränkchen, da baue ich dann den Kühlschrank nahe hier neben mir. Alles Pläne, gell? Ich brauche eigentlich mal ein Schnupftuch, gell? Haben wir hier irgendwie ein Tüchlein? Nö, haben wir nicht. Es ist auch, irgendwie ist nichts drin, aber. Ist auch frei irgendwie, aber egal. So, als nächstes.
Danke. Grüße gehen raus an die Film-Ossis. Ja, als nächstes Waldi 392. Moin, moin. Gude. Oh, da müssen wir mehr Anzeigen drücken. Dass Netflix die Abonnenten weglaufen, ist doch kein Wunder. Die Leute haben es satt, ständig mit diesem Werbemüll zugebombt zu werden und für diesen Dreck auch noch bezahlen sollen. Ich selber schaue gar kein TV mehr, nur noch DVD-Blu-ray-Filme, will diesen Werbedreck gar nicht mehr sehen, geschweige denn noch gar dafür Geld zu bezahlen. Ja, gebe ich dir recht, aber die Netflix laufen ja die Abonnenten weg, obwohl noch keine Werbung läuft. Ja, danach wird das wahrscheinlich noch viel schlimmer werden. Ja. Und ja, wir gucken noch Fernsehen. Ja, mein Schätzelchen guckt noch Fernsehen. Ich persönlich brauche es gar nicht. Ja. Mein Schätzelchen guckt noch so ein bisschen Asi-TV, immer so ein bisschen, gell. Da gucke ich dann auch mal mit, weil... Was soll ich denn sonst machen? Oder ich lasse es einfach nebenbei ein bisschen düdeln, wenn sie es gucken. Ich zock am Handy oder mache irgendwas. Aber ich persönlich brauche es auch nicht. Ja? Ach, ich muss mal, Entschuldigung, ich muss hier mal nachsputzen. Da bin ich wieder, Wichstuch ist am Start, gell? Also mit Wichstüchern kann man sich auch die Nase putzen. So, boah. Ja, es ist ja, ich habe ja Allergie gegen Gott und die Welt, ja. Ich wurde damals gar nicht eingezogen zum Wehrdienst, ja. Bin bei der Musterung schon mit 5 ausgemustert worden. Weil ich einfach eine Allergie gegen alles habe, ja, gegen alle möglichen Baumarten, ja, also zu der damaligen Zeit bin ich jedes Wochenende da im Wald rumgehüpft, gell, habe ich glaube ich sogar auch schon mal erzählt, gell, und ich habe nie eine Allergie gehabt, ja, aber Allergietest ist alles angesprungen, meine Arme waren alle hier ohne, war komplett alles angeschwollen, aber ich habe nie was gehabt, ja, aber jetzt so im Alter kommt nach und nach immer mehr. Ich kann kein Apple mehr essen, ja, geht sofort die Lunge zu und Kirschen, Pflaume, alles, aber nur roh, ja, also zum Beispiel jetzt gebacke oder im Kuchen oder sonst was kann ich das alles essen, ja, aber dieses rohe Frucht, oh, ganz schlimm, ganz schlimm. Ja. Ja. Und jetzt merkt man es jedes Jahr mehr. Ja, ich nehme auch Tablette. Ja. Gerade jetzt so ist irgendwie so Zeit, da nehme ich so ein bisschen Tablette. Bei mir geht es so ein bisschen auf die Augen, aber nicht viel mehr auf die Nase. Lunge eigentlich gar nicht mehr. Da war mal eine Zeit, da habe ich... ging das regelmäßig auf die Lunge, ja, hat die Lunge zusammengezogen und alles. Das ist Gott sei Dank nicht mehr. Jetzt geht es ein bisschen was auf die Augen, viel auf die Nase und puh, bin ich froh. Ja, und hier nochmal Waldi zum Werbedreck, ja. Es macht ja auch keinen Spaß mehr, gell. Wir haben zum Beispiel auch, wir haben dieses T-Home, T-Mobile, Magenta, Scheißdreck, Bumster. Wir nehmen uns, oder mein Schätzelchen nimmt sich die Serien auf und dann kann die auch die Werbung vorspulen immer, gell? So gucken wir eigentlich. Ja.
Wir machen jetzt hier mal schnell einen Cut. Tada, und hier bin ich wieder. Ja, hier hat irgendwas Ekliges in der Nase gesteckt. Jetzt läuft's wieder. Egal. Waldi, Dankeschön. Als nächstes, Kai Au. Gute Timo, gute Kaische. Ich finde schon, dass du 3 Dosen hättest trinken können. Können, ja. Bist doch schon ein großer. Ja, ein bisschen. Gell, ein bisschen. Schönes Gebabbel, kurz und knackig, fast wie bei Knack und Back. Oh, Sonntagsbrötchen. War aber nie ein Fan davon. Ich gehe lieber wirklich zum Bäcker und kaufe mir da richtig schöne Brötchen. Also nicht da hier so wie da in den komischen Läden da. Da wo das da, also wird ja heutzutage überall Brötchen angeboten, gell? Alles Schrott. Geht lieber zum Bäcker. Bezahlt wirklich, ich glaube, so ein normales Brötchen kostet ja schon wieder fast 1 Euro, gell? Ist eigentlich auch Schweinerei. Aber die schmecken besser und die machen besser satt. Auf jeden Fall, gell? Von diesen kleinen, hier wo man beim Norma, Penny, Rewe, Aldi, Gott weiß wo, alles kaufen kann. Da könnte ich 5, 6, 7, 8 Brötchen futtern, belegte, ja? Und wenn ich zum Bäcker gehe, esse ich 3 Stück, ja? Und für manche ist 3 schon viel, ja? Für mich ist 3 eigentlich gar nichts, ja? Und da bin ich full, ja? Aber richtig full. Ja. Diese Netflix-Sache müssen wir einfach mal abwarten, ne? Gruß an alle. Hört? Grüße an alle da draußen vom Kai. Ja, Netflix müssen wir abwarten, ganz klar. Aber, also wenn es jetzt wirklich wenn ich es jetzt kündigen müsste, wäre ich jetzt auch nicht so traurig drum, gell? Oh, schmeckt das gut, schmeckt das gut? Oh, herrlich. Von der Kälterei Dölp. Das merke ich mir. Es gibt so viele Kältereien hier in Hessen, die Apple wollen machen, aber ich muss sagen, Dölp, seit 1875. Super. Grüße gehen raus an die Kälterei Dölp. Ja. Sehr lecker. Naturtrüb. Sehr lecker. Oh, ich schwärme davon. Was hatten das für, wie viele Umdrehungen hatten das? 5,5 Umdrehungen. Nam, 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 nam. So, als nächstes Jens Richter. Gute Timo, gute Jens. Bin ganz ehrlich, was mit Netflix passiert, ist mir völlig egal. Mir wäre es sogar total egal, wenn Netflix im Bach runtergehen würde. Von den ganzen Streamingdiensten halte ich sowieso nichts. Die Streamingdienste zerstören das physische Medium und so etwas unterstütze ich nicht. Bin ein Videothekenkind und diese tolle Zeit werde ich immer in Erinnerung behalten. Ich denke, die meisten von uns, ich denke mal 90-95% da draußen oder vielleicht sogar noch höher, werden alles Videothekenkinder sein. Ja, vielleicht sind es auch alle da draußen, die das Video jetzt gucken, Videothekenkinder. Und ja, das war der Oberhammer. Ja, also wenn ich da zurückdenke, das war der Hammer. Ich persönlich, wenn ich die Moneten hätte, sagen wir es mal so, doch, wenn ich die Moneten hätte, ich würde gerne, ja, eine kleine Videothek eröffnen. Ja, alle schließen und ich und der Idiot will eine eröffnen. Ja, aber halt wirklich ganz anders, da wirklich so wie früher, ja, mit VHS und DVDs, ja. Gar nicht auf das Blu-ray-Medium eingehen, gar nicht auf 4K eingehen. Wirklich Oldschool-Nostalgie. Ja, aber es sollte gar nicht darum gehen, ja, Filme auszuleihen, sondern es soll einfach nur ein Treffpunkt sein, wo man sich hinsetzt, über Filme redet,
dass dann Fernseher läuft, ein schöner Röhrenbildschirm, wo ein Film vielleicht läuft, einfach wo man sich ein bisschen. Ein Kaffee, ja? Es gibt ja so viele Cafés, ja, wo man sich reinsetzt, ein bisschen babbelt. Und sowas, so eine Bar, so eine Saftbar, so ein Kaffee, ja, einfach als Videothek aufgebaut, ja. Sowas würde ich mir wünschen, aber, ja, jetzt kommt das Aber. Da würden ja nur Leute kommen, die auch mit dem Thema was zu tun haben, ja, die über Film reden wollen. Und ich glaube nicht, dass das irgendwo großartig laufen würde. Vielleicht in der Großstadt wird das vielleicht laufen. Aber ich finde allein dieses Feeling hier von einem Dorf, ja, man kommt da rein. Ach, hey, Gude, wie geht's denn? Hey, schon lange nicht mehr gesehen, ja. Was machst denn du hier? Oh, ich wollte mir einen Film ausleihen, heute Abend ist mir langweilig. Ah, oh, ja, ich habe den gesehen. Guck dir den mal an, der ist echter Tipp von mir. Ach, ehrlich, ja, und hey, ich kann dir den empfehlen. Oder du kommst rein, ach, oh, alles langweilig, und dann gehst zum Videothekar und sagst, ey, ich will irgendwas gucken, hast du eine Empfehlung? Ja, der und der und der. Und dann wird einfach diskutiert, geredet, und ihr wisst, wie es war, ja. Und manchmal bist du auch nur rein, bist durch die Regale gegangen, hast abgezogen, hast bezahlt und ja, bis ab hast du die Filme daheim angeguckt, ja. Aber es war einfach was in dieser Videothekenwelt, ja. Du hast das Ding betreten, du warst einfach in dieser Welt da drin. Überall Filme, du konntest dir. Niemand hatte sowas damals, ja. Zu Hause, ja, weil es einfach auch zu teuer war, ja. Früher hat man halt Filme auf VHS aufgenommen, ja, ob es vom Fernseher war oder sonst wie. Aber dieses alles Original, ja, so wie wir heute, ja, Tausende, Hunderte oder Tausende Filme original dastehen zu haben, das hatte man früher nicht oder nur vereinzelt, ja, aber so in den Ausmaßen wie heute, ja, die Filme werden ja heutzutage auch verramscht, ja. Willst du einen Film haben? Geh mal auf eBay, kriegst du dutzendfach Filme für 1 Euro. Ja? Dann bezahlst du noch 1 Euro Apples für 1,65, glaube ich, ist es im Moment. Für Porto hast du für 2,65 € einen Film. Ja? So, ein paar sind teurer, ein paar sind günstiger. Man kennt ja die ganze Chose. Ja? Aber es ist noch nie so einfach gewesen, an Filme auch ranzukommen. Früher war das schwer, ja, und dann hast du über die Videothek bestellt und dann war das extrem teuer und dann konntest du dir auch nicht alles kaufen und hast dir vielleicht im Monat mal einen Film gekauft oder auch mal zwei und vielleicht haben die auch in der Videothek gestanden und dann hast du sie dir da mitgenommen und du hast dir ganz wenig eigentlich im Laden mitgenommen, ja. Ja, also. Es war einfach eine richtig, richtig schöne Zeit und diese Zeit würde ich gerne aufleben lassen wieder. Aber es ist halt, du musst ja, das Geld muss ja reinkommen. Du brauchst ja irgendeinen Raum, ja. Das Ding kostet Miete, ja. Die Miete musst du reinbringen. Dann ist es ja auch so, wenn du da öfter das Ding offen hast, du kannst ja nicht 7 Tage, 24 Stunden da drin stehen, ja. Du brauchst vielleicht mal Personal, also mindestens mal eine Person, die aber auch dieses Hobby teilt, ja, damit die Leute sich an diese Person gewöhnen und gerne mit denen auch kommuniziert und ja, und allein nur an Getränke, ja, wirst du das nicht rausholen. Das heißt, du musst Sachen verkaufen. So. Filme verkaufen, ja, du willst ja eher in den Retro-Stil bleiben, also VHS oder DVD, da wirst du nie so viel verdienen können, ja, damit du so ein Ding halten kannst, ja. Das ist schade, ja, aber das wäre mal was Geiles. Vielleicht irgendwann mal gucken, wie die Zeit sich ändert, ja, oder wie die Zeit allgemein wird. Hätte ich hier ein kleines Räumchen, ja, das in Zukunft mal als sowas Ähnliches privat
herhalten könnte, aber das wird dann eher sein, wenn ich alt bin. Ja, ich fühle mich jetzt schon alt, ja, bin 39. Ich schätze aber vielleicht mal wahrscheinlich erst in 20 Jahren, gell? Wenn, vielleicht auch in 30, gell? Man weiß es nie, ja. Aber dann, und dann ist auch viel da auszubauen und alles und zu dämmen und sowas. Also, aber das wäre vielleicht eine Möglichkeit, ja. Ah, das waren Zeiten früher, oder? Herrlich, herrlich. Ich sag hier in jungen Jahren Kilometer weit und zwei Ortschaften weitergefahren. Ja, okay, zwei Ortschaften in die Richtung ist einfach. Zwei Ortschaften in die Richtung, das ist ein richtiger Weg, ja. Also mit den Fahrrädern hingefahren, dreiviertel Stunde allein einfach nur als Kinder hingefahren, nur um in die Videothek zu kommen, war riesen Videothek. Habe ich bestimmt auch mal erzählt, gell. Und nur hin, um zu gucken. Nur um zu gucken, was es gibt. Ja? Und dann sind wir wieder zurückgefahren. Aber nur, dass man dort steht und sich Filme, Spiele vor allem, die hatten einen Haufen Gameboy-Spiele, war damals zur Gameboy-Zeit. Einfach um zu gucken, was es gibt. Da haben wir den halben Tag nach der Schule direkt hin, abends wieder heim, da haben wir den halben Tag dort verbracht. Ja? Herrlich, herrliche Zeit. Oh. Wenn ihr wollt, könnt ihr auch unten eure Kommentare, eure Lieblingsvideotheken-Erinnerungen mal in die Kommentare hauen. Was ist euch in Erinnerung geblieben? Wahrscheinlich sehr viel. Ja, und ach so, Streaming, gell? Ja, wenn der Bach runtergeht, ja, dann ist es so. Ja, bin ich auch nicht böse, obwohl ich sagen muss, dank Netflix und Co. haben wir doch ein paar Filme bekommen, wo ich froh bin, ja? Dass ich die sehen durfte. Also ich erinnere mich immer noch an den Schacht. Der Schacht auf Netflix, Netflix exklusiv, der mich umgehauen hat, ja? Den ich einfach mega geil finde. Ich glaube, Dave hat das auch mal gesagt, also Netflix sollte mal so ein eigenes Label gründen, um das physische Medium mal rauszubringen. Wäre super. Und der Schacht, wenn die den raushauen als Edition für, was weiß ich, ich kaufe das Ding. Ja? Ich finde den richtig genial. Scheißegal, was der kostet, ich kaufe das Ding. Jo, hättest ruhig drei Bier trinken können. Für jeden Kommentar eins. Also dafür, für jeden Kommentar ein Bier, da müsst ihr ein bisschen mehr schreiben. Ja, aber würden wir hinkriegen. Guck mal hier, jetzt sieben Kommentare, sieben Bier. Machbar, oder? Oh, Entschuldigung, gell? Das mit dem Abnehmen ist so eine Sache. Hatte auch abgenommen, aber mittlerweile wieder zugenommen. Aber wenn es schmeckt, dann schmeckt's halt. Wünsche dir noch einen schönen restlichen Sonntag und einen guten Start in die Woche. Liebe Grüße, Jens. Liebe Grüße gehen raus und ich wünsche dir auch und euch da draußen auch einen schönen Sonntag und eine Start in die neue Woche. Ja, klar. Viele nehmen ab und nehmen zu und nehmen ab und nehmen zu. Und das ist der Jojo-Effekt. Und da habe ich jetzt auch gelernt, das ist nicht gut. Ja, dieser Jojo-Effekt, der passiert ja nur, wenn man abnimmt, ja, eine Diät macht und sich irgendwann nicht mehr daran hält. Ja, dann. Aber das ist für den Körper viel schlimmer, ja, wenn du öfter mal den Jojo-Effekt hast. Ist das, also dünn, dick, und hin und her, ist das für den Körper viel schlimmer, als wenn du dein Leben lang fett bleibst. Ich darf das sagen, gell?
Für den Körper ist das viel besser, wenn du dann wirklich dein Leben lang dick bist, ja, fett bist, anstatt immer dieses Hin und Her. Das macht mit dem Körper irgendwas, fragt mich jetzt nicht mehr was. Und ja, ich bin auch immer so einer ein bisschen weg, ein bisschen dazu und hier und da. Und jetzt will ich aber wirklich, es muss mal sein. Ich hatte ja vor 2 Jahren, hier gehen Grüße raus an den Kevin, an den Collector 91, ja. Der hat ja immer so gefastet. Ich weiß es gar nicht mehr. War das Fasten? Egal. Er hat mir das ein bisschen schmackhaft gemacht. Da habe ich eine Zeit lang nicht gut abgenommen, gell? Aber irgendwie bin ich dann rausgekommen, weil Urlaub war und dann war alles wieder drauf plus. Ja. Leider, leider, leider. Aber jetzt, ich muss runter. 20, 30. 30, 40 Kilo müssen eigentlich runter. Und dann bin ich immer nur übergewichtig. Ihr seht. Aber wenn ich mal nichts erwähne, gell? Wenn ich nichts von meiner Diät erwähne, dürft ihr ruhig nachfragen. Hey Timo, wie läuft das denn? Ihr wisst, ich lese jeden Kommentar vor und dann werde ich das Ding auch beantworten und dann werde ich bin natürlich ehrlich zu euch. Und wenn ich dann sage, ach, ich wollte es eigentlich verheimlichen, oh, ich bin wieder rückfällig geworden, dann sage ich das, dann bin ich ehrlich zu euch, gell? Und dann könnt ihr sagen, ey Dimo, aber guck mal, gell? Und vielleicht schaffe ich es ja auch mit euch. Das wäre super. Als nächstes Oliver Leder, gute Oliver, ja, das ist der Grusel-Olli, ja, auf YouTube. Hallo Timo, tolle Ausgabe von Timo Babbelt. Dankeschön. Zum Thema Netflix, das kommt mir erst ins Haus, wenn es Filme nicht mehr als physisches Medium gibt. Ich hoffe, du gewöhnst dich an die Tagesschicht, so dass es dich nicht mehr allzu sehr in Stress versetzt. Die Bierdose sah super aus und ist viel zu schade zum Wegwerfen. Liebe Grüße. Die steht noch da, tatsächlich. Tada! ja, was heißt wegwerfen? Pfand, 25 Cent. Aber die gibt es bei uns. Kann man sich auch mal wieder kaufen, gell? Ich muss das jetzt nicht da irgendwie hinstellen oder so. Nee. Netflix kommt erst ins Haus, wenn es kein physisches Medium mehr gibt. Ich bin der Meinung, es wird immer ein physisches Medium geben. Zum Beispiel hier Hörspielkassetten gibt es wieder. Ja? Nicht groß, Schallplatten. Massig. Alles wird auf Schallplatte gemacht. Und ich denke, das physische Medium Film wird nicht aussterben, bloß es wird immer mehr limitiert werden, ja, weil einfach nicht mehr so viele kaufen und dann werden die sagen, okay, wir wollen den Film trotzdem rausbringen. Es gibt ja super Labels, die einfach, weil das meiste wird ja so gemacht, ja. Irgendwann werden die großen Labels sagen, nö, machen wir nicht mehr, wir bringen keine Filme mehr raus als physisches Medium, so wie Warner, Universal, Disney, die großen Dinger, die werden irgendwann sagen, machen wir nicht mehr. Lohnt sich nicht mehr. Irgendwann. Aber dann gibt es hier so diese kleinen, schönen, süßen Labels, ja, die uns hier mit super Filmen versorgt. Und die werden die dann anschreiben, hey, wir würden gerne den Film rausbringen, ja. Wir hätten gerne die Rechte dazu oder dies oder das oder jenes und da werden die sagen, hey, ja, macht, ihr habt den Ärger damit, ja, ihr habt die Arbeit damit und wir verdienen am Ende trotzdem mit, ja, und dann werden unsere Labels, ja, unsere schönen Labels werden dann die Filme rausbringen, aber halt wirklich nur in gering limitierter Auflagen, ja. Und es
wird ja immer schlimmer, die Limitierungszahlen gehen immer weiter runter und auch selbst MRAs werden ja limitiert. Ja? Es werden nicht mehr so viel produziert, teilweise. Teilweise hast du sogar schon eine Limitierungsnummer auf der MRA selber. Das wird noch verstärkt zunehmen. Aber ich denke, wir werden da immer was haben. Aber natürlich auch die Streaming-Dienste, die werden zulegen und dann wird es halt viel exklusiven Kram geben. Ja? Stranger Things kommt jetzt die letzte Staffel raus oder vorletzte, also kommt auf jeden Fall bald die nächste Staffel raus. Die erste Staffel gab es, glaube ich, in Amerika. Ja, da haben die, glaube ich, die VHS-Edition gemacht. Aber sonst gab es ja zum Beispiel Stranger Things nirgends. Und das ist ja schon ewig alt. Das hätten die schon längst mal rausbringen können. Ob das jemals passieren wird, ich glaube nicht dran. Aber das wäre toll. Ich glaube, wir müssen uns da keine Gedanken machen. Aber irgendwann werden wir halt Exklusivtitel bekommen, die einfach nur noch auf den Streamingdiensten laufen. Was mit der Arbeit anbetrifft, ja, ich gewöhne mich immer mehr an die Tagschicht. Es ist immer besser, es ist immer schöner, es ist immer... Ich habe aber jetzt demnächst Nachtschicht, da könnt ihr euch aber freuen, da habe ich ein bisschen mehr Zeit, auch Videos zu drehen. Ja, weil die mache ich dann gleich nach der Arbeit oder sowas und abends ist irgendwie... nach der Nachtschicht ist schöner. Aber wie komme ich dann zum Film gucken? Das werden wir doch mal sehen, gell? Deshalb normalerweise so ein Fax im Mainstream ist eigentlich mal ruckzuck abgedreht, aber du musst den Film gucken, du musst dich dran erinnern, du musst vielleicht mal was aufschreiben oder wie oder was oder... Und ich habe nichts mehr vorproduziert. Vielleicht zu diesem Zeitpunkt vielleicht schon. Das hier wird noch ein bisschen dauern. Da habe ich echt keine Zeit. Ich will es schön machen, ich will es versuchen und da habe ich echt keine Zeit im Moment dazu. Ich hoffe, dass ich ein Video abdrehen kann, ein Fax im Mainstream, damit er mich nächste Woche überhaupt seht. Ja? Aber wie gesagt, es ist alles besser geworden, aber ja. Ich habe aber noch nicht dann darüber nachgedacht, mit YouTube aufzuhören. Habe ich nicht nachgedacht, ja. Ich habe voll Bock. Ich will am liebsten 3 Videos, 4 Videos in der Woche raushauen. Die Zeit lässt das leider nicht zu, ja. Aber hey, solange ich noch Bock habe, super, oder? Ist doch was. Ihr werdet mich nicht los. Mir gefällt das. Guck doch mal hier. Ich sitze jetzt hier, es wird schön langsam dunkel. Es sieht schön ein bisschen so rustikal aus, gell? Richtig gemütlich, bald wird hier hinten noch ein Bildchen hängen. Hier, da werde ich auch noch ein Bild aufhängen, in einem schönen rustikalen Rahmen, ja. Vielleicht hänge ich hier auch 2 auf, mal gucken, gell? Ich weiß es gar nicht. Aber ich werde auf jeden Fall hier, dann, hey, das wird hier richtig super, gell? Dann werdet ihr hier auch, da gibt es so Zylinder, wo so eine kleine Flamme drin brennt. Das werde ich mir holen. Wahrscheinlich 2 hier und hier eine. Das sieht dann am Ende richtig doll aus, gell? Und dann werden wir hier eine super Stimmung haben. Und dann, Mensch, mal gucken, da kommt hier so eine schöne Lampe hin. Das ist so ein riesiges Brett, also so, was heißt Brett, so von einem Baumstamm, so ein Stück von einem Baumstamm, wo außen noch die Rinde ist. Das hängt dann hier ungefähr, schätze ich. Das könntet ihr gerade vielleicht noch so sehen dann. Das ist dann mit Ketten befestigt und dann hänge hier so ein paar Lämpchen runter, auch so ganz im alten Stil und habe ich gesehen, werde ich kaufen, ja, und dann hängt das hier schön hier runter,
beleuchtet das und ach hey, das wird hier richtig toll. Und da habt ihr auch was Schöneres zu sehen, gell? Schöner als mich. Aber ich denke, das ist doch was richtig Gemütliches hier draußen. Auch für euch, oder? Ist das nicht gemütlich? Und wenn man hier hinten vielleicht noch ein, zwei Bilder hat, wo man dann ein bisschen was noch sehen kann, ist das doch bestimmt was Tolles. Kann ich mir nur so vorstellen. Jo, Oliver, danke für deinen Kommentar. Wie viel haben wir denn noch? Und zwei Stück. Oh, mehr anzeigen. Ja. Thomas W., gute Thomas. Hallo Timo, gute Thomas. 12-Stunden-Schicht, das ist brutal. Ist das ein Dauerzustand oder werden die Stunden auch mal weniger? Nein, das ist ein Dauerzustand. Das ist Sicherheitsdienst. Wir dürfen 12 Stunden machen, wir dürfen 12 Stunden jeden Tag machen. Wir dürfen, aber da ist noch viel, viel mehr dahinter. Ich habe halt vorher in einem Sicherheitsdienst gearbeitet, wo alles scheißegal ist, die sich auch über Gesetze hinweg bewegt haben, ja. Und mein jetziger Arbeitgeber, da wird schon richtig, ist halt eine große Firma, ja, eine Riesenfirma, die jeder von euch da draußen kennt, vom Namen her. Aber da steht Betriebsrat dahinter und. Das ist alles schon so ein bisschen geregelt, ja. Natürlich gibt es Ausnahmezustände und, gell. Aber im Normalfall wird es in Zukunft halt wirklich auch so sein, dass ich zum Beispiel 5 Tage arbeite, 5 Tage, 12 Stunden, dann die nächste Woche drauf, also dann 2 Tage frei, danach werde ich 4 Tage arbeiten, 3 Tage frei. Dann kann es aber auch passieren, dass ich mal 3 Tage arbeite und 4 Tage frei habe, ja, und die nächste Woche drauf einfach mal 4 Tage arbeiten und auch nochmal 3 Tage frei. Das ist halt, ich kann mir das erlauben, ja, erstens, weil ich darf nicht zu viele Stunden machen. Ich darf 228 Stunden nur arbeiten. Ja, für mich ist das nur, ja, 228 Stunden ist im Gegensatz zu meinem vorigen Arbeitgeber Standard bis wenig, ja. Und für euch mag das viel sein. Ihr werdet wahrscheinlich eine 160 Stunden Monat haben. Ja, habe ich halt mehr. Ja, also man kann mal sagen, so zwischen 210, 220 Stunden im Monat werde ich haben. Ja, und das ist alles rechtlich, alles, das ist alles legal. Ja, aber es ist dauerhaft, ja. Und es ist hart, ja. Kann ich bestätigen, es ist nicht ohne. Aber mir gefällt der Job. Die Firma, wo ich eingesetzt bin, das Objekt, super. Ich verstehe mich mit allen, super. Es ist richtig gut, ich kann mit jedem reden, ich kann... ob es mit den Leuten in den Büros ist oder im Lager oder egal wie, ich kann mit allen super reden, ich komme mit allen total gut aus. Es ist so ein kleines Träumchen, ja. Ein kleines, ja. Es gibt Tage, da habe ich auch keinen Bock dahin zu gehen, ja. Da wache ich auf und denke mir, nee, heute nicht, ja. Meine Kollegen, vor allem hier, Grüße gehen raus, ja, an euch. Falls ihr zuseht, ich habe neue Kollegen, super Kollegen, kann ich mich echt nicht beschweren. Ja, echt nicht. Ja, ich verstehe mich mit denen super. Beim Wechsel hatte ich ein bisschen, oh, wer kommt mir da? Dann habe ich sie das erste Mal gesehen, habe gedacht, oh ja, habe sie ein bisschen anders da eingeschätzt, als sie im Endeffekt sind. Ja, ey, super, ja, super Kollegen, ich bin total zufrieden.
Geld kann immer mehr sein, ja, obwohl ich jetzt mehr Stundenlohn habe, ja, aber ist ja auch egal. Dadurch, dass ich halt weniger Stunden habe, habe ich dann auch halt weniger Geld, gell? Aber ich bin so zufrieden, arbeitstechnisch. Privat habe ich halt weniger Zeit, ja. Und das ist der große, große Nachteil. Wenn ich um 18 Uhr Feierabend habe, dann bin ich hier, bis ich was gegessen habe, bis ich geduscht habe, bis ich mich mal wirklich mal 5 Minuten mal hingesetzt habe, ja, ist ruckzuck 7, halb 8. Ja. So, ab und zu falle ich um 8 Uhr ins Bett, weil ich platt bin. Ja. So, und da seht ihr mal, 2 Stunden Freizeit. Und in den 2 Stunden Freizeit habe ich nichts gemacht, außer Standardsachen wie Essen, Duschen, rasieren, keine Ahnung was, ja. Mal 2 Wörtchen mit der Freundin geschwätzt, ja. Mit dem Sohnemann ein bisschen geschwätzt, kurz. Dann liege ich im Bett, ja. Das ist der große Nachteil. Aber ich bin zufrieden. Das ist die Hauptsache, oder? Ich habe immer gesagt, ich gehe da in Rente. In der Firma, wo ich eingesetzt bin. Aber ich weiß nicht, ob ich das so lange überlebe, überstehe. Ja. Es ist körperlich nicht anstrengend, aber geistig ist das. Ich komme hierher nach der Arbeit und könnte von der Kraft her eigentlich noch einen Marathon laufen, ja, aber vom Kopf her ist zu, ist fertig, ist aus. Ja. Normalerweise 10 Stunden, 9 bis 10 Stunden, danach macht langsam der Kopf zu und ich sitze dann auch auf der Arbeit und habe keinen Bock mehr und es ist einfach. Aber es ist, die Arbeit macht Spaß. Die Arbeit macht Spaß. Ich habe mal Arbeit gefunden, was ich in der Zukunft machen möchte. Das ist total meins, gell? Und ja. Und deshalb ist halt nicht für jeden. Und jeder, der sagt, ach, ihr sitzt doch nur da vorne rum, jeder von euch da draußen hat was. Wahrscheinlich mal in einer Firma geschafft, wo irgendwo ein Sicherheitsdienst sitzt, der den ganzen Tag da nur rumhockt, ja, und nichts macht. Das ist richtig harte Arbeit. Ihr wollt nicht tauschen, ehrlich nicht, ja. Das macht vielleicht mal ein paar Wochen Spaß. Irgendwann ist fertig, ja. Samstage, Sonntage arbeiten, okay, das habe ich jetzt nicht mehr, ja. Aber trotzdem, das ist nicht ohne, ja. Also wenn ihr da mal so einen Sicherheitsmann seht, ja, und sagt, ach, guck mal, der steht da nur rum oder der sitzt da nur rum, der ist hier oben, ist der kaputt, ja. Ist echt nicht ohne. Jo, zu Netflix, aktuell habe ich dieses 12,99 € Abo. Das werde ich, glaube ich, auch haben. Wenn es aber teurer wird oder Werbung geschaltet, dann bin ich auch raus. Ehrlich gesagt nutze ich das so gut wie gar nicht. Da muss ich dann meine große Tochter mit ins Boot nehmen. Schau mal, was rauskommt. Ja, finde ich auch. Also je nachdem, wie teuer es wird, ja, bin ich da raus. Wenn Werbung geschaltet wird, kommt darauf an, was dann das nächste Abo kosten würde. Ohne Werbung, weil mit Werbung. Fickt euch, ja, mache ich nicht. Nee. Wenn da mittendrin alles immer eine Werbung aufploppt, dafür habe ich keinen Streamingdienst abonniert. Nee, da kann ich doch normale Fernsehen gucken. Ja. Ich habe 3 Streaming-Anbieter. Ja. Ich habe Netflix, Amazon und Disney. Disney, ja, nur wegen Star Wars. Die Serien, die es so nicht gibt, ja, Prime, also Amazon, ja,
habe ich halt, weil ich viel über Amazon bestelle, gell? Und Netflix habe ich ursprünglich wegen Robots, ach, wie heißt diese Serie, die wohl so die paar Kurzfilme da sind, Robots, irgendwas mit Robots, gell? Das war ursprünglich der Plan, dass ich nur die gucke und jetzt läuft's halt. Aber mein Sohnemann guckt mit, meine Mutter guckt mit, meine Schwester guckt mit, jeder guckt da irgendwie mit. Ich bezahle es zurzeit und wenn die sich dann überlegen, hey komm, wir behalten das trotzdem, dafür zahlen alle, ja, dann wird das dann geteilt, die Rechnung, dann würden wir das natürlich auch behalten, ja, weil meine Schwester guckt da schon viel asiatische Kram. Netflix hat sehr viel asiatische Kram. Teilweise auch im O-Ton, ja, mit Untertitel. Richtig viel, richtig viel. Ja, also wer auf asiatische Filme steht, der ist bei Netflix richtig gut aufgehoben. Und das weiß ich nur, weil meine Schwester das ganze Zeug guckt, gell? Der ist es egal, die guckt das alles im O-Ton, ja. Ist nicht meins, ja. Ich weiß auch nicht, was er guckt, aber ich krieg die ganze Zeit asiatische Sachen da angeboten, weil die das guckt, gell? Jo. Also wer auf asiatische Filme steht, der kann da mal einen Blick riskieren vielleicht. Genau, ja. Mal gucken, wie es weitergeht. Ich hoffe, gut. Oh, jetzt kommt noch eine etwas größere von Dave's Movie Place. Gute Dave, erste Mal. Danke an Thomas. Dankeschön für deinen Kommentar. So, haben wir noch ein bisschen was? Ein bisschen was haben wir noch? Komm, jetzt machen wir noch ein Schlückchen. Dann schenken wir die restliche Flasche in das Gläschen. Da rauchen wir noch an. Und wir tun ein bisschen Daves Kommentar vorlesen. Der Dave. Ich soll gar nicht so viel über den reden. Habt ihr gesehen, der hat der macht jetzt sein 500-Abonnenten-Special. Idiot, gell? Der hat fast 600 Abonnenten, macht jetzt sein 500-Abonnenten-Special. Habt ihr das gesehen? Der hat das total vergessen. Wie kann man sowas vergessen? Also ich war total hibbelig, wie ich 500, aber ich habe gedacht, ich werde nicht mehr 500 Abonnenten. Alter Dave sagt sich, oh, 500 Abonnenten, wer braucht das schon, gell? Spaß, Spaß, gell? Der freut sich da tierisch drüber, dass der, das hätte er 100 pro, der hätte das nie gedacht, dass der mal, der hat jetzt fast 600 und der hat vielleicht sogar jetzt schon die 600. Falls du die 600 hast, Gratulation, gell? Der freut sich da richtig drüber. Der hätte es nie gedacht, dass der so hoch kommt. Hätte ich auch nicht gedacht, dass ich jetzt bei 960 bin. Gell? Unglaublich. Ihr da draußen seid unglaublich, gell? Ich finde es allgemein unglaublich, dass so viele, ja, auch wenn ihr nicht schreibt, ja, dass ihr trotzdem allein das Timo Babbelt hier, gell? Natürlich, ich mache Videos, einen sind gut, die anderen sind schlecht, die einen werden mehr geguckt, die anderen weniger geguckt. Aber hier so dieses Timo Babbelt, ja, das ist ja für die, für euch Hardcore-Fans. Nee, nee. Lasst mal das Fans, ja, aber für die, die sich wirklich so ein bisschen, ja, ich weiß nicht, ich mache dieses Format nur für euch. Damit ich ein bisschen mit euch reden kann in den Kommentaren, ja. Natürlich könnte ich einen Livestream machen, aber ein Livestream ist nicht so dasselbe, wie dass ich hier jetzt in Ruhe sitze, eure Kommentare ein bisschen beantworte und einfach ein bisschen mehr mit euch kommuniziere, als nur darunter irgendwas zu tippen, ja, wie so ein Blöde. Und ich finde das unglaublich, dass doch so viele, ja, es sind immer nur ein paar, nur in Anführungsstrichen ein paar hundert, ja,
Wie viele Aufrufe hatten das letzte gehabt? Momentchen. Das letzte hat 138 Aufrufe gehabt. Ja? Ist nicht viel. Gesehen an den Abozahlen, die ich habe, an den Abonnenten, die ich habe, ist es nicht viel. Aber trotzdem, dass sich 138 Leute da hinsetzen, das Video anklicken und sagen, hey, dem Idioten höre ich so gerne zu, das ist für mich unglaublich, ja, dass ihr euch wirklich hier hinsetzt und sagt, boah, Timo, geil, ich guck dich so gerne, wenn du hier babbelst, wie irgendwie so ein Gestörter da. Ich weiß ja nicht, was ihr darüber denkt, ja. Es gibt Videos, da höre ich mir selber gerne zu. Ist einfach so, ja. Da guckst du dir das Video an und denkst, Timo, da hast du ein richtig geiles Video gemacht. Da höre ich mir selber sogar gerne zu, ja. Und da denke ich mir, wow. Das Video schneide ich jetzt und dann gucke ich mir das an. Und ab und zu finde ich das sogar so schön, dass ich mir das ein zweites Mal angucke. Weil ich mir selber gerne zuhöre. Das sind die seltensten Videos. Es gibt ein paar, da wo ich wirklich denke, der Taste gut gemacht. Da ist nicht so viel Stotterei, da ist nicht so viel, ja. Ja, und dann ist so, ja, ja, ihr habt schon gehört, ja, und dann ist, habt ihr den gesehen, den Film gesehen und hier, guckt mal, ich habe den Film jetzt, hier, ich habe hier Stadt der Blinden, ja, und da spielt hier Julie Moore mit, ja, 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 kennt ihr, Mark Ruffalo und Danny Glover, ja, und da geht es darum, dass alle, ja, blind sind, ja, ich weiß, dass ich oft ja sage, ich merke das beim Reden nicht, ich merke das gar nicht, ich höre das nicht, ja. Ja, jetzt wo man zuhört, ja, merkt man es, wenn man darauf achtet, aber ich merke das an für sich nicht. Und, es gibt Videos, da ist das ganz wenig und da merkst du so wirklich, das war gut, das war gut, das hat das gut gemacht, Timo, ja? Da klopfst du dir selber auf die Schulter. Oder hier zum Beispiel hier mein Kanaltrailer, den gucke ich mir auch gerne an. Den finde ich, habe ich super gemacht, finde ich richtig schön. Und die gucke ich mir selber sogar ab und zu nochmal an. Ja? Weil die Musik auch schön ist und so. Aber allgemein, was euch da überhaupt hier, Timo babbelt, höre ich mir nicht mehr an, schaue ich mir nicht mehr an, außer ich weiß, oh, da muss ich einen Schnitt setzen, da muss ich einen Schnitt setzen, dann suche ich das. Ja. Aber ansonsten gucke ich mir die Timo Bubbles nicht mehr an, weil das ist einfach, ich weiß nicht, ja, ich weiß nicht, was ihr daran findet. Es ist einfach ganz komisch, gell? Ich freue mich aber, ich freue mich hier richtig und ich würde es sogar begrüßen, wenn hier jetzt neben mir oder hier neben mir noch jemand sitzen würde, wo man ein bisschen schwätzen kann. Am besten wäre es vor mir, ja, aber die Kamera würde, das wäre dann so ein komischer Winkel, gell. Ich weiß nicht, ob das was wäre, aber das würde mir so gefallen, dass man so ein bisschen hin und her reden kann. Vielleicht können wir da, vielleicht kommt da was in Zukunft, gell. Timo babbelt mit Besuch. Ja, wo man einfach mal auch zu zweit vielleicht die Kommentare durchliest. Wäre doch toll, gell? Ja, natürlich, dann schreibt ihr Kommentare. Nur als Beispiel. Der Kaiser sitzt da vorne, gell? Und wir schwätzen ein bisschen. Und dann schreibt ihr dann in die Kommentare, hey, Kai war super und dies und das. Und ja, ich kann ja für den Kai nicht antworten. Ja, das geht ja gar nicht, gell? Und da müsste er ja wiederkommen und wieder und wieder und wieder und aber mir wird das gefallen. Ja. So, Dave, du bist dran. Gute Timo. Gute Dave. Ich bin auch mal wieder da. Ja. Der hat so ein paar Störungen gehabt im Osten da.
ist der Sendemast runtergefallen oder irgendwas war da, gell? Keine Ahnung, mit Banane festgeschraubt oder fragt mich nicht, gell? Was die da drüben für Probleme haben. Grüße gehen raus an den ganzen Osten. Ohne Mist, ja? Ich mag den Osten. Da ist noch alles ein bisschen menschlicher, normaler, höflicher. Auf dem Dorf. Die Großstädte sind so ein bisschen. Oh, Leipzig war schön. Leipzig war schön. Aber ja, es gibt so ein paar Städte, da denkt man, oh, alles runtergekommen, oh, hier ist nicht shake. Und es gibt richtig schöne Orte im Osten und die Menschen sind ganz anders da. Und deshalb liebe Grüße gehen raus an alle in den Osten. Ja? Alle, die hier aus dem Osten hier zuguckt, liebe Grüße gehen raus. Ich bin ja auch ein Viertel-Ossi. Ein Viertel, ja. Mein Opa war Ossi, ja, also ist mein Opa war Ossi, mein Vater, meine Oma war Wessi, dann ist mein Vater ein halber Ossi und dann bin ich ein Viertel, oder? Kann man das so machen? Ja. Und also nochmal, liebe Grüße gehen raus. Durch die ganzen Netzstörungen hatte ich in letzter Zeit keine Lust auf YouTube. Ha! Da lügt er uns an. Keine Lust auf YouTube. Wegen der Netzstörung. Natürlich hatte der Bock, aber wenn es nicht geht, geht's nicht, gell? Ja, Dave. Wer hat YouTube ist. Aber ja, natürlich, wenn es nicht läuft, hast du auch keinen Bock mehr, gell? Verzeih Netflix. Verzeih. Achso, verzeih. Ja, ich verzeih dir immer. Der Dave hat so ein ganz besonderes Fleckchen in meinem Herzen. Netflix geht's schlecht? Sehr schön. Ja, genau, so wieder. Netflix geht's schlecht. Sehr schön. Ja, es ist. Ja, habe ich nichts dagegen. Gell? Kann. Hoffentlich wird es eingestampft oder sie kommen endlich mal auf die Idee, ein Label zu gründen oder für sich für Home Releases zu gewinnen. Genau, das hatte ich vorhin angesprochen gehabt. Da, ich wusste doch, irgendwas hat er gesagt gehabt. Gell? Ja, wenn die ein Label gründen, super. Netflix-Label, würde ich mich freuen. Ja, doch, echt. Weil die machen ja auch, um extra irgendwie bei den Oscars mitmachen zu können, bringen die ja auch teilweise Titel ins Kino in Amerika, gell? Müssen ja da und da irgendwie so und so viel in Kinos laufen. Und dann machen die ja auch, gell? Immer gerne, gell? Her damit mit den Labels. Liebe Grüße wird aber bestimmt nicht passieren, schreibt er. Jo, glaube ich auch nicht, gell? Sowas ist utopisch, dafür kaufen wir zu wenig. Es ist so, ja. Aber so viele Filme, wie sie rauskommen, du kannst doch nicht alles kaufen. Ja, so viel Geld hat doch kein Mensch. Ja, vielleicht gibt es den einen oder anderen, der sein ganzes Hab und Gut verhökert für Filme. Aber ich sag mal so, guckt euch mal den Filmfischer an. Filmfischer. Wie heißt denn der? Oh, der, wo die ganzen Mystery-Pakete bekommt. Ihr wisst doch da, der Filmangler, gell? Grüße, Patrick. Was der da an Mystery-Pakete bekommt. Und der Movie-Picker, ja, der kriegt ja genauso viel. Oh, ist unglaublich. Aber bei jedem Mystery-Paket hast du Filme, wo du denkst, ja, und du kennst dich ja langsam aus. Du siehst am Cover schon, der Film ist scheiße. Das siehst du schon am Cover, ja, der Film ist scheiße. Dann drehst du um, liest dir das durch und denkst dir, hört sich interessant an, aber du weißt, der Film ist scheiße. Und so gehen auch aus Mystery-Paketen von den beiden oder auch bei mir mal, wenn ich was habe,
gehen ungesehen auch welche in die Tauschkiste, weil du einfach weißt, das ist nichts für dich. Obwohl ich muss sagen, ich gucke immer mal rein. Doch, ich lasse eigentlich immer laufen. Dann mache ich mir so einen Abend, dann habe ich hier so einen Stapel, das ist alles scheiße und dann lege ich die wenigstens mal ein und guck mir mal den Anfang an und wenn ich dann merke, hey, der ist wirklich scheiße, dann ja, und das ist es auch, ja, es kommt zu viel Scheiße raus, ja. Auf was wollte ich da jetzt hin? Keine Ahnung, gell? Ich weiß echt nicht mehr. Oh, der Kopf ist leer, ja, von der Arbeit. Ich brauche mal wieder ein bisschen was zu essen. Und jetzt gucke ich auf die Uhr. Wir haben gleich 9 Uhr und ich will noch was essen. Aber egal. Und da habe ich genug Apple getrunken, gell? Also auf was ich jetzt hinaus wollte, fragt mich nicht. Ich habe keine Ahnung. Wird aber bestimmt nicht passieren. Genau, die werden kein Label gründen. Es gibt eh schon zu viele Filme. Man kann sich nicht alles kaufen. Und viel Schrott dabei. Ach, fragt mich nicht, gell? Ja, aber es ist wirklich viel zu viel Filme und viel zu viel Schrott. Und ach, hey, sogar die großen Labels. Die bringen also Media-Books raus von Filmen, die Schrott sind. Und ich muss mich mal ein bisschen revidieren. Hab gesagt, ach, Media-Books ist scheiße. Ich kaufe nichts mehr. Steelbooks auch nichts mehr. Ich hab ein bisschen rumgestöbert und mir gefallen ein paar Media-Books. Die ich mir eventuell kaufen möchte. Ich sag noch nichts dazu. Ja, doch, zum Beispiel Evil Dead. Ja? Ich bin ein großer Evil Dead Fan. Ich bin ein großer Tanz der Teufel Fan. Und aber ich würde mich freuen, irgendwann alle Evil Dead Mediabooks in allen Cover-Varianten zu Hause stehen zu haben. Da ist auch das zum Beispiel das eine, wo Tanz der Teufel und Evil Dead zusammen in der Mediabook sind. Sehr schönes Cover, hätte ich auch gern. Und auch die anderen Cover-Varianten von Evil Dead, die hätte ich schon gerne alle in der Sammlung. Mich nicht. deshalb, ich meckere als rum und ach, und braucht man das und alles so teuer und leck mich um Arsch, gell? Und jetzt habe ich irgendwie so, ach, ich hätte die schon gern. Ich weiß, die sind teilweise teuer und ich werde mir die wahrscheinlich auch nicht holen, alle. Aber das habe ich mir so echt überlegt, das wäre was Tolles, gell? Und deshalb, auch wenn ich jetzt sage, ach, wie könnt ihr euch nur die ganzen Mediabooks kaufen und sowas, jeder kauft sich das, was ihm gefällt. Oder? Und wenn einem wirklich irgendwas gefällt und wo ich sage, alter Schwede, was kaufst du dir für einen Schrott? Vielleicht gefällt es ja einem. Und ihr dürft auch nicht auf mich hören oder so, gell? Also hört auf das, hört auf euch immer, was euch gefällt. Und es ist ja eure Sammlung. Und jede Sammlung ist anders da. Und das ist auch gut so, denn du kannst zu jedem nach Hause fahren. Also, wenn er dich reinlässt, wenn er die Tür aufmacht. Und du hast immer eine andere Sammlung. Ist immer anders da. Auch wenn jeder dieselben Filme hätte, wäre es trotzdem eine andere Sammlung. Weil alles anders da angeordnet, sortiert,
präsentiert ist. Es ist immer anders da und das ist immer schön. Ich würde gerne mal durch Deutschland reisen, ja, eine Woche, zwei Wochen und einfach mal euch Abonnenten besuchen und einfach mal gucken, was ihr für Sammlungen habt, gell? Das würde ich schon gerne mal machen, aber hey, die Spritkosten, ihr wisst's. Was das kosten, wenn ich da quer durch Deutschland fahre, mal ein, zwei Wochen. Das ist ja fast schon unbezahlbar. Yeah? Dann ist es so, bei dem einen kann man vielleicht nicht übernachten, dann muss man sich ein Hotel nehmen. Das kostet auch wieder Geld. Das ist mit viel, viel Geld verbunden. Ja? Aber ich würde es halt gerne mal machen. Ich würde es wirklich gerne mal machen. Einfach mal durch Deutschland tuckern. Bei mir starten in Hessen und wupp, dann bist du over am Meer und fährst wieder runter durch den Osten nach Bayern, runter in die Berge und wieder zu mir hoch und hätte ich echt Bock drauf. Ja, und dann bei jedem Abonnenten mal halten, Käffchen trinken. Bisschen Kuchen essen, abends mal grillen zusammen, gell? Durch die Sammlung gehen, vielleicht auch mal was filmen oder sowas und so ein richtiges Tagebuch machen, so in Videoform. Wäre ein Träumchen, würde ich super gerne machen. Aber es ist ja wirklich, weißt du, da fährt man ja nicht nur am Wochenende, da fährt man ja auch unter der Woche, ja? Und unter der Woche wird geschafft. Es hat ja nicht jeder gleich Urlaub. Und dann heißt es, hey, ich muss morgen schaffen. Du kannst ja nicht übernachten. Oder du musst ganz früh raus dann. Gell? Ich muss um 6 Uhr auf Arbeit sein. Du musst um 5 Uhr auch das Haus verlassen. Also haue ich dann um 5 Uhr ab. Und der Nächste kann wahrscheinlich erst um 11, 12, 1, 2 oder am nächsten Abend. Was mache ich denn den ganzen Tag? Ja. Wäre aber toll. Wäre wirklich toll. Liebe Grüße und weiterhin viel Erfolg beim Abnehmen und gesund leben. Dankeschön. Belohnung muss ab und zu sein. Wir waren gestern auch fett beim Griechen, der dir schon bekannt ist. Liebste Grüße. Liebe Grieche zurück. Oh ja, der Grieche war gut, muss ich sagen. Ja. Und David, Josh, ihr seid auch herzlich mal hier eingeladen, gell? Und ich weiß ja nicht, was ihr so Leckeres esst, aber wir haben hier auch leckere Restaurants, wo man schön mal was essen kann. Wir haben hier einen super Sushi-Laden. Wir essen gern Sushi. Wir haben hier einen super Sushi-Laden. Oh, mein Schätzelchen kommt. Ihr könnt es gleich hören. Ihr hört es gleich. Wir haben hier einen super Sushi-Laden. Du darfst doch ja sagen. Was? Haben wir hier einen super Sushi-Laden? Wir haben den besten Sushi-Laden überhaupt. Wir haben den besten Sushi-Laden überhaupt. Was macht ihr denn da? Wir gehen jetzt spazieren. Was ist das? Einen Bären, gib mal das Ding, ja, muss ich heute einen Bären-Smoothie. Also ich finde ja, ein Bär ist braun oder weiß. Ja, ihr kennt Bären, die Grizzly. Das sind Rotbären. Was haben wir hier? Gefrorene Bären. Wollen die einen Smoothie draus machen? Hier draußen? Keine Ahnung. Ja, die gehen ein bisschen spazieren, hier im Garten, im Hof. Geht ihr weg? Ja. Ihr geht aus dem Haus? Ja. Die verlassen mich. Ist ja unglaublich. Ich gehe hoch. Und du gehst hoch. Alle gehen so weg. Ja, ihr habt gehört, wir haben hier, oh, super Sushi-Laden. Kleines Dingelinge, gell?
wir waren ja auch weiter, gell? Da ist ein Sushi-Laden, da hat unser Sushi-Laden zugehabt und da waren wir bei einem anderen gewesen. Hey, jetzt nichts gegen die Nationalität, gell? Aber da war ein Chines drin. Entschuldigung, ja? Ein Asiate war da drin, der das Sushi gerollt hat und dahinter und dem wurde es wahrscheinlich auch gehört hat, er war ein Türken. Also wie gesagt, gell, nichts gegen die Nationalitäten jetzt und sowas, aber ein Türke macht Sushi. Ah, bitte, ja, aber so hat es auch geschmeckt. Nämlich gar nicht, ja. Da war so ein Stückchen Fisch und so ein Klumpe Reis, gell? Nee. Und da haben wir einen richtig schönen Sushi-Laden. Mega, ja. Alles junge Kelche auch, gell? Die das wahrscheinlich gelernt haben. Mega. Wenn man mal bei einem richtigen geilen Sushi-Laden war und richtig geiles Sushi gegessen hat, auch wenn ihr sagt, ey, Sushi schmeckt mir nicht, habe ich schon mal probiert. Wenn ihr mal bei einem richtig geilen Sushi-Laden wart, nicht das All You Can Eat, hier so Mongole oder sowas, wo man da auch Sushi kriegt, das ist alles Schrott, das ist alles bleh. Ja, richtig geiler Sushi-Laden, der kostet auch Geld. Also wir bezahlen immer für zwei Personen, haben wir immer bezahlt 70, 80 Euro für zwei Personen Sushi. Ich glaube 70, 80 Euro haben wir immer bezahlt. Das ist eine Hausnummer, ja, aber bombastisch. Ja, dann haben wir hier eine schöne, leckere Pizzeria. Pizza kriegst du ja wie Sand am Meer, aber wir haben hier Francesco Pizza. Exzellent. Alles frisch. Echt. Das ist frischere Pizza. Kriegst du ja, gibt ja wirklich einen Haufen Pizzerien. Wir haben hier auch eine Joker-Pizza, ja, wo unser, habe ich jetzt nicht an, wo unser Logo, ja, die benutzen das. Da heißen auch viele Pizzen, so wie die, was weiß ich, Batman, Catwoman, die ganzen DC-Dinger, ja, da kenne ich mich gar nicht so aus, gell. Wisst ihr ja, so heißen die Pizzen, ja. Aber das sind so Pfannenpizzas und da ist ja, ach, was weiß ich, das war, na, das läuft wahrscheinlich hier wie Bombe, gell? Die haben auch mehrere Zweige hier und andere Läden hier in der Umgebung und sowas. Das war ekelhaft, das hat mir gar nicht geschmeckt, aber hier so richtig italienische Pizza, wo du reinbeißt und du merkst, alles, was da drauf ist, ist frisch, herrlich, herrlich. Aber ich muss auch sagen, da schmeckt mir auch nur die Pizza. Dann haben wir hier, ich weiß nicht, was das ist, der Altmünster. Super. Die Kroate wahrscheinlich oder sowas, gell? Ich weiß es gar nicht. Boah, mega. Mach richtig gute. Also, Dave, Josh, egal, wir haben hier Restaurants. Wir hatten auch mal einen guten Inder. Aber der wurde dann übernommen und da hast du zur Nachspeise hast du ein Töpfchen gekriegt. Da waren irgendwie so bunte Perlen drin. Keine Ahnung. Das sind beim alten Inder, bevor der übernommen wurde, das sind da Ameisen drin rumgelaufen in dem Süßkram. Ohne Scheiß, du hast da den Löffel genommen, da sind da Ameisen drin rumgelaufen. Wahrscheinlich deswegen wurde es übernommen. Das wurde ja dann geschlossen und dann wurde es von einem anderen Inder übernommen. Wahrscheinlich deswegen Hygienemangel oder so. Aber das Essen war lecker. Ja? Und jetzt, seitdem der Neue da drin ist, gehen wir da auch gar nicht mehr hin, weil wir waren da einmal dort oder zweimal, ich weiß es gar nicht. Und war nicht mehr lecker, war nicht mehr so gut. Und
Ich bin ja wirklich so ein, ich esse gerne, so sehe ich ja auch aus, oder? Ich esse richtig gerne und ich esse auch richtig gerne gut, ja? Und wie gesagt, also hätte ich hier keinen Filmkanal, hätte ich wahrscheinlich irgendwie so einen Essenskanal, wo ich hier Futter oder wo ich irgendwie Restaurants vorstelle oder Gott weiß was, ja? Wenn ich keine Filme machen würde, hätte ich das hundertprozentig, gell? Das ist so meine zweite Leidenschaft, Essen. Oder trinken, irgendwas mit Alkohol, gell? Ja, ja. Aber euer Grieche war auch gut. Der war gut. Ja. Ja, und wie du schon sagst, Belohnung muss ab und zu sein, ja, das ist. Wenn du dich nicht belohnst, wenn du nicht mal irgendwie Drecksau-Party machst, dann geht dein Kopf kaputt. Dann macht dein Magen, spielt verrückt. Irgendwann tickst du aus und dann schlingst du wirklich rein. Ich bin ja wirklich, ich kann richtig fressen. Ja, das ist dann nicht mehr Essen, ich kann fressen. Ich esse gerne beim Burger King. McDonald's ist nicht so, das ist so süß, da werde ich nicht so satt, aber Burger King ist schon richtig geil. Und die haben ja auch größere Burger und sowas, gell? Da esse ich eigentlich 3 große Burger. Ich mache das dann meistens so, Big King XXL, dann esse ich einen Chili Cheeseburger, dann irgendwas anderes, im Moment ist ein Mac and Cheese. Macaroni and Cheeseburger gibt es da, ist auch ein riesen fettes Ding. Danach esse ich wieder einen Chili Cheeseburger, ich liebe Chili Cheeseburger. Und danach vielleicht noch ein Doppelmopper, ja. Und zum Abschluss irgendwas mit Hähnchen, gell, so Crispy Chicken. Das futter ich. Das passt da nein, ja. Aber danach geht es mir natürlich dreckig, ja. Habe ich aber auch schon lange nicht mehr gemacht, dass ich so viel esse oder fress. Das ist ja schon fressen, ja. Und ja, und wenn man sich halt wirklich nicht regelmäßig beim Abnehmen belohnt, ja, dass du da mal was Schönes, Dreckiges kochst, ja, oder auch mal sich ein Döner isst oder auch mal ein Burger, ja, ist ja auch gar nicht schlimm. Aber dann irgendwann tickt, macht der Kopf Klick und der setzt aus. Gerade bei mir zum Beispiel, der setzt dann aus, dann fährst du dahin, käufst dir die Masse, schaufelst die in dich rein und wenn es leer ist, dann sagst, dann denkst du, Scheiße, was hast du gemacht? Scheiße. Oh, das ganze Geld und das ganze Essen und Scheiße, die Kalorien und ach Scheiße, was hast du denn jetzt gemacht, ja? Das tickt dann irgendwann aus, ja, oder du machst dann Nudeln, ja, oder so wie ich ja vorhin auch gesagt habe, was ich so gerne jetzt essen würde, und da machst du keine Portion, weil normal so eine Handvoll Nudeln reicht eigentlich, dann machst du eine 500 Gramm Packung, gell, und dann haust du 500 Gramm Hackfleisch rein und dann so ein ganzes Beutel Käse noch und leck mich am Arsch, gell? Und dann ist es am Ende weg, weil du einfach austickst, ja? Und wenn du dich halt regelmäßig belohnst und dann weißt du zum Beispiel, oh, am Samstag ist so mein Cheat Day, ja? Und dann arbeitest du auf den Samstag hin und dann weißt du, oh, dann ist in Ordnung, gell? Ja. So, jetzt würde ich sagen, trinke ich das Gläschen hier aus. Ach, guck mal, die sind schon wieder da. Ja, und wir machen Schluss. Wie lange babbeln wir denn jetzt schon? Also ich, 1:40. Das, ist das mein längstes bisher? Ich weiß es nicht. Aber die Flasche Äppler ist leer. Danke fürs Kaltstellen. Ich liebe dich. Danke fürs Sohn sein. Ich liebe dich. Hab dich auch lieb. Danke, dass ihr meine Abonnenten seid und dem Dummkopf hier zuhört.
Ich liebe euch auch da draußen. Ich hab, ja, aber nur ein Fläschchen. Ist ja nicht viel drin. Guck mal, ein Liter mit 5,5 Umdrehungen. Das kann man mal machen. Also, Prost auf euch. Und jetzt drücken wir uns was zu essen rein. Und ja, danke, dass ihr dabei wart, dass ihr mir, Idiot, hier so lange zugeguckt habt. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, ob ihr so lange durchgehalten habt, ob ihr alles zugeguckt habt, ob ihr zugeschaut habt, ob ihr euch hier alles zu angehört habt, ja. Oder ob ihr vorgespult habt oder ob ihr gesagt habt irgendwann, ach, leckt mich am Arsch, ich spule zum Ende vor, ich kann das nicht mehr ertragen, der Idiot da, was babbelt der denn da für einen Scheiß? Würde mich mal interessieren und mich würde auch mal interessieren, guckt ihr mich oder hört ihr mich? Ne, so als Podcast oder sowas, vielleicht runterladen und im Auto hören oder sowas. Man weiß ja nie, gell? Würde mich wirklich mal interessieren, ob das hier, diese Optik, ob das überhaupt Sinn macht, ja? Ob ihr sagt, ey, ist mir doch scheißegal, ob da oder da oder da ein Bild hängt. Ist mir doch scheißegal, ich höre dir eh nur zu, ich lasse dich nebenbei laufen. Oder ob ihr wirklich da sitzt oder da liegt oder wie auch immer, ja? Und mir zuguckt, ja? Würde mich wirklich mal interessieren. Und also nochmal, danke, dass ihr dabei wart. Vielen, vielen Dank. Es freut mich jedes Mal sehr. Und ja, wir sehen uns das nächste Mal bei irgendeinem Video und ja, wieder bei Timo Babbelt. Also, tschüss, macht's gut. Euer Timo.